Hallo, ratet mal, welches Funkgerät ich euch heute vorstellen will. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von WIMO. Heute geht es um den ICOM IC 7760 und ich werde mal das Gerät vorführen und ein bisschen zeigen, was es so kann. Hier ist also das neue Gerät. Oh, gar keine Bedienteile. Warum ist denn das so? Ganz einfach, es gibt ein externes Bedienteil dazu. Und da ist er. Das ist also das Bedienteil. Ist relativ breit, nicht sehr tief. Und da ist alles drin, was man so braucht. Zwei Lautsprecher hier oben. Und das Gute ist, es wird nur mit einem Kabel an den Transceiver verbunden. Und das kann ein ganz normales Ethernet-Kabel sein. IC 7760, was gibt es zu sagen? 200 Watt Sendeleistung, volle Leistung, auch Keydown in FM, Telegrafie, FT8, wenn man möchte. Sehr großer Kühlkörper, also sehr robuste Auslegung. Er hat zwei völlig unabhängige Empfänger, die völlig gleichberechtigt arbeiten. Das sind Direktabtasten-Empfänger, also natürlich klar ein Software-Defined-Radio-Konzept. Direktabtasten, direkt hinter den Filtern, direkt nach der Antenne. Und dann geht es auf digitaler Ebene weiter. Der Transceiver unterstützt alle Kurzwellenbänder von 160 Meter bis 6 Meter. Leider kein 60 Meter von Haus aus aktiviert. Das hat verschiedene Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Kann ICOM verstehen, ist nicht ganz einfach von der legalen Seite. Auch leider kein 4 Meter, weil auch da die Regelungen nicht einheitlich weltweit sind, sodass man das machen könnte. Der Transceiver hat einen Antennentuner eingebaut, das erste Mal mit Relais ausgelegt. Früher war es immer mit einem abstimmbaren Drehkondensator. Hier hat ICOM sich jetzt entschieden, das mit Relais zu machen. Geht sehr viel schneller oder geht recht schnell und ja. 4 umschaltbare Antenneneingänge. Dazu kommt ein Eingang für eine Empfangsantenne, also Beverages oder eine aktive Schleifenantenne oder sowas in der Art. Da kann man also genug anschließen. Es gibt noch einen Transverterausgang, dass ich den also als Nachsetzer für meinen VHF-UHF-Transverter verwenden kann. Ich muss immer mal auf meine Unterlagen gucken. Digital Predistortion ist ein ganz wichtiges Feature, das kontrolliert die spektrale Reinheit des Sendesignals. Wird also gemessen nach der Endstufe und über eine einfache Regelschleife geguckt, dass man das Signal so einfach wie möglich sauber kriegt. Das Gute ist, das funktioniert mit der Barfußversion, also mit der 200 Watt Version, aber auch mit der nachgeschalteten Endstufe mit der ICOM PW2. Das ist also auch da möglich und wird dort drüber gesteuert. Der digitale Preselector wurde verändert, Digicell genannt. Das ging früher nicht zusammen mit dem Vorverstärker zu betreiben. Jetzt haben sie das so geändert, dass die Komponenten anders angeordnet werden. Und so jetzt der gleichzeitige Betrieb mit diesem Preselector, mit dem Digicell und dem Preamplifier möglich ist. Und es dadurch halt auch zu keinem Overflow mehr kommt. Alles in allem mehr Bandfilter drin, das ist eine ganz wichtige Sache. Der Setup mit dem Kabel war sehr einfach, also jetzt was das LAN angeht. Ich habe einfach nur den Control Head, also den Controller mit dem Transceiver verbunden und musste mich um nichts kümmern, hat sofort out of the box funktioniert. Gleichermaßen, wenn ich das hier in mein Netzwerk setze, also wenn ich jetzt den Transceiver ins Check stelle und mit dem Control Head ins Wohnzimmer gehe oder sowas, sind die beiden über den Switch verbunden, geht also auch problemlos. Leider kein WLAN, naja gut, okay, so ist es. Was wir nicht wissen, was wir noch nicht wissen, noch nicht getestet haben, ist, ob das auch über VPNs geht, also über das Internet. Das müssen wir mal testen, wäre sehr interessant, wäre eine großartige Funktion. ICOM schreibt dazu leider nichts, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir es hin, das müssen wir mal testen. Ja, das sind so die wichtigsten Funktionen und dann gucken wir uns noch mal ein paar Sachen im Detail an. Wenn man sich das Bedienteil des IC 7760 genauer anguckt, dann wird man feststellen, dass sich, wenn man ICOM-Geräte kennt, nicht so wahnsinnig viel geändert hat oder nichts wirklich Neues dazu gekommen ist. Klar, ich habe mehr Platz, es gibt ein paar mehr Bedienelemente als beim zum Beispiel 7300 oder 7610 oder auch dem damaligen 7700. Was sehr auffällt, ist natürlich hier das zweite Display. Wir haben hier das große Display für die gesamte Bedienung mit zwei Wasserfällen, kann man auch übereinander anordnen. Und hier hat man ein zweites Display, das in seiner Funktion umgeschaltet werden kann. Hier zeigt es jetzt den NF-Wasserfall, also das Spektrum des NF-Kanals.
Muss ich mal gucken, dass ich hier schnell mal einen finde. Ja, Störung, Überstörung. So, hier sehe ich also jetzt das CW-Signal. Das ist ebenfalls ein Touchscreen. Ich kann hier also auch drauf gehen, kann das Filter umschalten. Kann Manual Notch Funktion einschalten, kann die Filterkurven umschalten und solche Geschichten. Ich kann aber auch die Funktion grundsätzlich ändern. Ich kann hier über Subdisp meine Bandstacking Register ja, das ist sehr, sehr praktisch, um schnell zwischen den Bändern hin und her schalten zu können. Finde ich gut. Und die dritte Funktion ist das Display, das S-Meter. Ich werde also, ich kriege hier das gleiche S-Meter angezeigt wie hier. Das ist dann sinnvoll, wenn ich so Konfigurationen habe, die zum Beispiel so aussehen. Ich habe einen Miniscope und hier, was weiß ich, hier machen wir mal, was machen wir hier drauf? Den Kier, genau. Dann ist das S-Meter hier oben verschwindend klein, ich sehe nicht mehr so sehr viel und dann kann ich mir das hier nochmal richtig schön anzeigen lassen. Wie ich in der Einführung gesagt habe, hat der Transceiver zwei völlig unabhängige Empfänger und zwei völlig unabhängige Systeme. Ich kann also hier auf Einband gehen, bin jetzt hier auf 20 Meter auf den Baken, auf den NCDXF-Baken gerade. Na, jetzt müssen wir noch die richtigen Buttons treffen hier. Kann aber hier dann gleichzeitig auf, was weiß ich, auf 7 MHz gehen. Ein bisschen doof mit dem Stift, so. Und habe aber den ausgeschaltet. Ich kann jetzt hier über Dual Watch einschalten, kann also jetzt auf beiden Empfängern gleichzeitig hören. Hier oben sind zwei Lautsprecher drin. Und jetzt gibt der linke Lautsprecher dieses Signal wieder und der rechte Lautsprecher dieses Signal. Wenn ich einen Kopfhörer aufhabe, kann ich mir das auch entsprechend zusammenmixen. Das ist also eine sehr praktische Funktion. Und jetzt habe ich wirklich zwei völlig unabhängige Geräte. Das ist jetzt hier 7 MHz und 14 MHz. Wenn ich gerade auf einem Band bin und ich habe jetzt beide laut gedreht, wenn eins mich stört, kurz hier drauf drücken, ist es ruhig, ist gemutet. Genauso funktioniert Split-Betrieb. Wenn ich also jetzt hier, sagen wir mal, von hier aus ausgehe und Split einschalte, kann ich also sofort auf das gleiche Band gehen und kann die beiden synchronisieren und kann dann zum Beispiel darüber dann DX arbeiten. Also das sind alles Funktionen, die man genauso kennt von den früheren Transceivern und das sich gut bewährt hat, das Konzept. Ich kann hier mit der Taste Change, das ist eine richtig neue Funktion, auch schnell hin und her schalten, wenn das jetzt beides natürlich unterschiedlich wäre. So kann ich die beiden Bänder dann hin und her schalten. Was gleich geblieben ist, ist die Einstellung über die Twin Passband Filter. Das ist die gleiche bekannte Funktion wie seit vielen Jahren bei ICOM. Was aber richtig schick ist und neu ist, ist die Darstellung hier auf dem Display. Kann ich also sehr genau dann gucken, was für einen Effekt meine Einstellungen haben und kann mir das da auch genau drüber anschauen. Jetzt müsste man noch was hören. Das ist also jetzt ein schönes, schmales Filter. Und jetzt mache ich noch was anderes dazu, nämlich das Audio-Peak-Filter. Das ist sehr effizient, weil das nochmal die NF anhebt in dem Bereich, wo ich höre. Und wenn ich jetzt noch die Noise Reduction dazu bringe, dann wird das Signal noch sauberer. Und ich kann damit also wirklich mir auch wirklich unter großen Störungen das Signal gut rausfiltern. Das sind jetzt keine wirklich neuen Funktionen, aber es sind Sachen, die durch verbesserte Software immer besser werden. Also ich finde gerade dieses Audio-Peak-Filter und diese Noise-Reduction nochmal einen Tuck besser. Das ist einfach der Fortschritt der Technik.
Natürlich kann man die Bandanzeige hin und her schalten. Ich habe jetzt also das so eingestellt, dass ich nur ein Band angezeigt bekomme, nämlich das linke Arbeitsband. Ich kann hier umschalten auf das rechte. Jetzt habe ich 20 Meter. Es hat eine andere Geschwindigkeit, eine andere Auflösung. Also das ist je nach Band unterschiedlich. Das sind sehr praktische Funktionen. Kann ich also immer zwischen den beiden hin und her schalten. Ich kann mir auch beide anzeigen lassen, nebeneinander oder übers Menü eingestellt übereinander. Hat man dann halt auch so. Ich kann es auch größer machen. Dann habe ich also wirklich eine höhere Menge hier. Ich kann also das Verhältnis hier noch verschieben und so. Also man kann noch eine Menge einstellen. Diese Auswahl hier mit diesem Rahmen, die zeigt dir mal an, auf welches Display oder welche Wasserfallfunktion diese Funktionen hier wirken mit der Referenzlevel-Einstellung zum Beispiel. Also das wirkt jetzt nur auf das eine Band. Wenn ich das hier aktiviere, dann wirkt das auf das Band. Das kann ich also separat einstellen. Eine völlig neue Funktion, die ich so noch nicht anders gesehen habe, ist eine Art Diversity-Empfang. Da hat mich ein User im Internet darauf aufmerksam gemacht. Schönen Dank dafür, sonst hätte ich das fast übersehen. Und zwar gibt es hier in den Function-Menü dieses Tracking. Das ist jetzt ausgeschaltet, ich schalte es ein. Und was ist jetzt passiert? Beide VFOs sind jetzt parallel, sind jetzt gleich. Und wenn ich den VFO verändere, ändert sich der andere mit. Das heißt, die laufen beide genau gleich. Hier, diese Anzeige hat sich jetzt von einem konstanten weißen Licht auf ein blinkendes blaues Licht geändert. Nun gut. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht, oder ich kann Folgendes machen. Ich habe auf beiden Empfängern jetzt die gleiche Antenne, aber ich kann jetzt auf den zweiten hier halt, ich will die Antenne ändern, Blödsinn, hier. So, jetzt habe ich hier auf dem Empfänger Antenne 1 und auf dem Antenne 2. Und es hängen auch tatsächlich zwei unterschiedliche Antennen dran, das ist wichtig. Und jetzt kann ich hier hergehen und kann hier unterschiedliche Einstellungen vornehmen. Ich höre also auf beiden Frequenzen die gleiche Station. Und kann auf beiden Seiten verschiedene Settings einrichten. Ich habe zum Beispiel hier einen Notch-Filter an, hier nicht. Ich kann hier ein anderes Filter einrichten als dort. Ja, 3 ist ein bisschen schmal. So, und jetzt habe ich beide Signale, also ja, jetzt ist er kaum zu hören, gehen wir mal auf den hier. Jetzt hört er natürlich gerade auf. Also ich habe die Möglichkeit, jetzt auf beiden Empfängern unterschiedliche Einstellungen zu machen, mit unterschiedlichen Antennen zu arbeiten und kann versuchen, dadurch jetzt eine Art Diversity zu machen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist ein Überblendregler. Ich kann jetzt hier nur die NF bei dem einen oder anderen aufdrehen oder abdrehen. Aber es ist eine sehr interessante Sache, weil ich dadurch sehr schön Antennen vergleichen kann. Das ist jetzt hier eine Aktivantenne, die rauscht sehr viel stärker als die Vertikalantenne, die ich da dran habe. Und ja, so kann man ganz prima Vergleiche machen. Also ist eine gute Funktion. Vielleicht habe ich noch nicht alles so richtig verstanden. Nicht das erste Mal, dass ich mitspiele. Muss ich mal noch mal ein bisschen rumtesten. Dieses Tracking ist weiterhin an. Eine andere schöne Möglichkeit, die man da hat, ist, zwei Darstellungen der gleichen Frequenz zu bekommen, aber in verschiedenen Spreizungen. Also hier habe ich jetzt das gesamte 20-Meter-Band auf diesem VFO. Und hier nur einen 5 kHz breiten Ausschnitt auf diesem VFO, sodass ich dann hier abstimmen kann und dann das Signal jeweils in den Details hier oben sehe. Eine sehr praktische Funktion, funktioniert also wirklich prima. Die Vorteile des Diversity-Empfangs, dass man also beide Signale auf, oder dass ein Signal auf beiden VFOs gleichzeitig hört, aber mit unterschiedlichen Antennen. Man sieht, ich habe hier Antenne 1, hier Antenne 2. Kommt im Video wahrscheinlich nicht gut rüber, dazu müsste man Stereo haben. Ich habe hier nur Mono-Aufzeichnung. Und mit Kopfhörer ist es wirklich frappierend. Also das ist wirklich ein toller Effekt und bringt eine Menge. Also ist eine sehr nützliche Funktion, dieses Tracking. Und bringt eine Menge Spaß.
Wie bei so einem Transceiver zu erwarten, ist die Menüfunktion zum Setup recht umfangreich, aber es ist sehr übersichtlich gemacht, finde ich. Diese Funktionen sind alle bekannt, das ist nichts Neues, das ist das, was ICOM bei anderen Geräten schon immer hat. Was hier jetzt neu ist, ist wirklich Antenna. Ich habe also hier die Möglichkeit, jetzt für jedes dieser Bandsegmente eine eigene Antenne anzuordnen. Ich kann also jetzt hier auf eine andere Antenne gehen. Ich habe jetzt nur zwei aktiviert. Ich habe die Antennenangänge 3 und 4 ausgeschaltet, um es einfacher zu machen. Ich kann also jetzt hier umschalten, welche Antenne auf welchem Band aktiv sein soll. Das wird gespeichert. Ich kann es auch manuell dann machen. Also jetzt hier steht der Switch auf Auto. Das heißt, je nach Frequenz wählt er automatisch die Antenne aus. Ich kann es aber auch manuell anordnen. Was natürlich sehr umfangreich ist, ist das Setup-Menü. Man sieht hier also wirklich, ich habe sehr viele einzelne Funktionen, die ich durchgehen kann. Ich werde das jetzt nicht im Einzelnen alles durchgehen. Hier sieht man zum Beispiel etwas, das ist dieses Digital Pre-Distortion. Das ist vorprogrammiert. Da kann man jetzt auch, wenn man möchte, reingehen. Und dann fragt er einen, ob man das wirklich möchte. Ich sage mal nein. Das gehe ich mal von aus, dass in der Fabrikation schon richtig eingestellt wurde. Ich kann hier über alle möglichen Funktionen, verschiedenen Anschlüsse und sowas, die Netzwerkfunktionen und sowas, alles einstellen. Kann USB anschließen, nicht nur eine SD-Karte, hier unten ist ein Platz für eine SD-Karte. Ich kann auch einen USB-Stick anschließen, um meinen ganzen Setup zu speichern oder Screenshots oder Aufzeichnungen. Ich kann selbstverständlich die Audio aufzeichnen und so weiter und das eben nicht nur auf eine SD-Karte. Ein kurzer Blick auf die Rückseite des Bediengerätes. Das ist also hier der Anschluss für das Ethernet-Kabel zum Hauptgerät. Externes Display kann ich selbstverständlich anschließen, DVI-D-Anschluss. Hier sind meine ganzen USB-Anschlüsse. Hier kann ich also Keyboard und auch eine Maus anschließen oder diese externe Bedieneinheit, diese RC28. Geht also auch hier direkt dran. Hier habe ich die Möglichkeit, einen Computer anzuschließen, externes Keypad und so weiter und so fort. PTT-Ausgang, Line, In und Out, externe Lautsprecher und hier ist der Anschluss für die Stromversorgung des Transceivers, des Bedienkopfs. Das sind 15 Volt, ein 3 Ampere Netzteil im Lieferumfang enthalten. Weiß nicht, ob das wirklich gebraucht wird, nur maximal so 2 Ampere, denke ich mal. Und der Blick auf die Rückseite des Hauptgerätes. Hier, wie gesagt, 4 Antennenanschlüsse, PL-Connectors, naja, gut, okay. Hier sind 4 BNC-Anschlüsse, Transverter, RX-Antenne, Eingang, Ausgang. Ich kann die also durchschleifen, das ist sehr praktisch. Und ein Referenzeingang für 10 MHz. Hier kommt der externe Antennentuner dran, also AH740 oder einen alten AH4, wenn er noch einen hat. Das ist der gleiche Anschluss wie seit, weiß nicht, 30 Jahren. Schöne Sache. Hier kommt der Controller dran mit dem Standard Ethernet-Kabel und hier das LAN, wenn man möchte, wenn man den also gleichzeitig auch ins Netzwerk bringen will. Das ist der Remote-Anschluss, der gute altbewährte CI5-Anschluss, über den ich sehr viel geschrieben habe. Morse-Taste, ALC, also Ansteuerung für eine externe Endstufe. Die zwei Accessory-Buchsen, als wenn es zwei Geräte wären. Und das ist ein IQ-Ausgang, also das sind IQ-Daten, die hier rauskommen. Und da bietet ICOM den Treiber an für HDSDR. Also ich kann die Daten, die hier rauskommen, direkt mit einer SDR-Software auf Windows verarbeiten und in N1MM und so weiter und so fort weiterverarbeiten. Sehr praktisch gemacht. Das, was mich wirklich beeindruckt, ist die Tatsache, dass ICOM es schafft, seit mittlerweile fast 40 Jahren die gleichen Anschlüsse zu verwenden und die gleichen Funktionen zu verwenden, sodass man also keinerlei Upgrades braucht, wenn man externe Geräte anschließen will. Ob das hier jetzt Kia sind oder andere Zusatzgeräte oder halt hier dieser CI5-Anschluss, dieser Computer-Interface-Anschluss, das ist seit 40 Jahren gleich geblieben und bietet also dadurch die Möglichkeit, altes oder bestehendes Zubehör immer weiter zu verwenden. Finde ich eine großartige Sache. So, jetzt haben wir ein bisschen gespielt und haben ein paar Details uns von dem Gerät angeguckt. Mein Eindruck ist, wie soll man es anders erwarten, extrem gut. Ich bin großer ICOM-Fan, ich nutze sehr viele ICOM-Geräte und bin von diesem Gerät begeistert und muss mir überlegen, ob der in meine Station passt, auch ins Budget. Natürlich, das muss man dazu sagen, ist das ein High-End-Transceiver, dessen Funktionen man wirklich nur dann ausnutzen kann, wenn man große Antennen hat, wenn man mehrere Antennen hat.
wenn man gerne auch zum Beispiel Dext oder Contest macht, für das normale Orts-QSO wäre es vielleicht ein bisschen oversized. Okay, aber warum nicht? Klar. Die Funktionen gefallen mir sehr gut. Es ist wirklich reichhaltig ausgestattet. Es sind wenig Überraschungen jetzt. Digital Predistortion ist eine gute Sache. Die einfache oder überhaupt das Konzept ist genial mit dem abgesetzten Bedienkopf, finde ich großartig. Macht die Sache in vielerlei Hinsicht sehr viel einfacher. Was ich mir wirklich wünschen würde, ist die Remote-Bedienung. Man kann mit der RSPA2-Software den Transceiver fernbedienen übers Internet. Das geht selbstverständlich, wie mit allen ICOM-Transceivern. Aber richtig genial wäre das natürlich, wenn ich einfach diese Konsole nehmen könnte und ans LAN oder an mein Netzwerk anschließe und damit einen Transceiver, der irgendwo auf der Welt steht, ansteuern könnte. Das geht nicht, meines Wissens. Das geht noch nicht. Vielleicht kann man das noch nachrüsten. Also das wäre jedenfalls eine großartige Funktion. Würde ich mir sehr wünschen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch Spaß gemacht. Ihr habt einen guten Eindruck von dem Gerät gewonnen. Und wenn ihr Fragen habt, wir stehen für euch zur Verfügung. Wünschen euch viel Spaß und ja, bis demnächst. Tschüss.